Und da ist er, der 160. Fisch. Zack, das Ticket läuft aus. Ich hatte ein 2-Stunden-Ticket hier und habe hier ordentlich Prozente gemacht. Ich bin jetzt bei 74 glatt. Und wie und wo ich hier stehe, zeige ich dir. Genau so dicht sollen sie hier stehen. Richtig schön große Population an kleinen Fischen. Hier waren wir heute schon und haben ordentlich rausgezogen mit den kleinen Fischis, mit kleiner Montage. Einfach auf sehr, sehr, sehr hoher Frequenz und haben ordentlich Skillpunkte gemacht. Richtig guter Spot und wir gucken mal, wie es jetzt läuft. Und da geht's auch schon direkt los. Gerade erst ausgeworfen. Ja, also ziehen wir raus. Es ist 3 Uhr morgens. Es kann direkt losgehen hier. Kleine Sardine geht rein. Dann gerade schon gefangen. Blauer Wittling. Gerade im Stream als Trophy gefangen. Meine, da oben steht's, meine 81. Trophy im Game. Und zack, weiter geht's. Super Stelle. Der Fakesy hatte das im Discord gepostet. Und das ist einfach eine Stelle, die von der Frequenz her sensationell ist. Also es läuft konstant durch. Ein Bing, 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 Bing nach dem anderen. Man sinkt nur langsam oder braucht gar nicht so richtig weit absinken zu lassen. In der Regel, na ich sag mal so, spätestens bei 35 Metern Tiefe ist da schon der Biss. Manchmal geht es natürlich auch weiter eben bis zur 35 runter. Häufig aber eben auch schon deutlich weiter oben. Zack. Und dann kann man schon direkt wieder rausziehen die Brocken. Richtig entspannt hier und wie gesagt, das Schöne, eine schöne große Auswahl. Blauer Wittling vorhin gefangen mit über 1 Kilo. Also richtig sensationell hier an der Stelle. Kann man sich super hinstellen, gerade wenn man eben Prozente machen will. Ich bin jetzt mittlerweile ja kurz vor 73%. Es geht also vorwärts, wenn man das vergleicht so mit dem letzten Video oder mit dem letzten Livestream, ja, da geht das natürlich jetzt gerade Stück für Stück vorwärts. Mit jedem gefangenen Fisch, der so ein bisschen größer ist, beziehungsweise auch mit einer Trophy, geht es natürlich immer noch ein bisschen besser und schneller vorwärts. Happy Hour, ja, braucht noch ein bisschen. Also 2 Uhr nachts geht ja die Happy Hour wieder los. Ja, die Happy Hour an einer Stelle zu machen, wo die Frequenz sehr hoch ist, das lohnt natürlich zusätzlich, dass man dann eben auch noch ordentlich Punkte bekommt in der Happy Hour, vielleicht nochmal zusätzlich, vielleicht die Chance hat auf Skillpunkte. So soll das natürlich sein. Zack, ich werfe direkt wieder raus. Ja, vorhin bin ich hier ein bisschen einfach rumgetrieben und bin Stück für Stück immer weiter rausgetrieben, also genau in die andere Richtung und hatte tatsächlich, glaube ich, hier in dem Bereich war das eher, ja, also von hier weiter raus, hier in dem Bereich war dann tatsächlich eher der Einschlag von der Trophy. Das heißt, wenn man jetzt hier vielleicht zu weit weg von der Kante ist, einfach wieder ein bisschen korrigieren, je nachdem, wohin eben die Drift einen gerade schiebt. Guck mal da, habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, da war schon was dran und ich habe es nicht mitbekommen. Der ist schon gerade abgesunken hier auf über 50 Meter oder sowas. Das wollen wir nicht, also schnell wieder zurück. Wieder hier an diese kleine Kante, man sieht das hier auf dem Echolot auch richtig schön. So, ne, ich fahre noch mal ein bisschen weiter, weil die Drift ja gerade hier in die Richtung geht. Also nochmal ein bisschen weiter. So, stopp. Und jetzt werfen wir hier nochmal wieder aus. Und genau das ist das, was wir hier sehen wollen. Große Population mit großen Fischen in ihrer Art sozusagen. Es können ganz kleine Makrelen sein und sowas oder Sardinen. Und trotz allem sind eben dann in solchen Darstellungen, in solchen Spots große Populationen beziehungsweise auch mal große Fische in ihrer Art da. So, wenn ich jetzt wieder ein bisschen zurücktreibe, ist das vollkommen okay. Kann ich gleich gerne wieder aus diesem Bereich hier unten langsam wieder zurücktreiben in diesem Bereich mit der Drift. Das ist dann vollkommen okay, denn in diesem Bereich, da sind wir jetzt gerade dran vorbeigefahren, waren dann eben auch auf 35 Meter die großen Brocken. Ja, zusätzlich natürlich, zack, ein bisschen pilken. Wir wollen das natürlich hier auch ein bisschen animieren, das Ganze.
Ich zeige nochmal gerade eben das Setup, wie das zusammengebaut ist. Übrigens ansonsten auch einfach mal gerne in die Discord reinschauen, denn da gibt es täglich neue heiße Stellen und Spots, die halt gut funktionieren auf die verschiedensten Fische. Schon weit über 5000 Angler im Discord. Link zum Discord ist unterm Video. So ist das ganze Setup jetzt hier gerade aufgebaut. Relativ groß auch noch. Und ich glaube, da ist schon wieder was dran. Ne, doch, da war was dran. Ist schon wieder weg. Jetzt ist schon wieder was dran. Sehr gut. Also so muss das sein. Einer nach dem anderen hier. Größen sind mir gerade ziemlich wurscht. Größen sind mir wurscht. Silber ist mir wurscht. Nur die Prozente. Schön Abwechslung, schön hohe Frequenz. Ein Fischen nach dem anderen. Dann ist das doch alles top. Also nochmal schnell reingucken. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen umgebaut. Ich hatte vorher einen etwas größeren Lurker dran. Oder einen etwas größeren Pilker. Aber so in diesem bläulichen Bereich hat ganz gut funktioniert. Ich mache gleich vielleicht nochmal einen anderen dran. So einen fluoreszierenden. Vielleicht ist das nochmal ein bisschen, triggert das nochmal ein bisschen extra. Wobei eben die meisten Bisse hier drauf kommen. Das ist das Entscheidende. Das hier sind die Shrimps. Und das sieht man auch ganz gut. Da können wir ja gleich nochmal kurz in den Kescher schauen. Das ist immer eine ganz wichtige Kontrolle. Wenn man denn die Bisse bekommt, auf was kommen denn die Bisse? Und wenn wir hier sehen, Real Shrimp, jawohl, das passt. Real Shrimp passt auch. Hier bei den anderen, bei den Sardinen auch. Natürlich, wenn hier nur die eine Sorte drauf ist, hat man das natürlich auch nur die ganze Zeit. Aber wenn man das mit verschiedenen Ködern erstmal testet, so einen Spot, auf welche Farbe reagieren die Fische, welche Größe ist vielleicht interessant, welche Form des Köders ist interessant. Also wenn man das alles erstmal testet am Anfang, und dann feststellt, okay, auf die eine Form oder auf die Farbe funktioniert es am besten, dann baut man eben dementsprechend alles um und dann läuft das auch. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Spielerei. Ich glaube, ich baue hier mal tatsächlich mal einen um. Hoppala, andersrum, Imp. Den Real Shrimp. Und zwar nehme ich mal hier, glaube ich mal, ich teste einfach mal vielleicht einen weißen noch. Mach Komplementärfarben dran auf schwarz. Und hier testen wir auch nochmal. Immer rumprobieren. Macht aber auch einfach zu viel Bock. Immer rumprobieren, ausprobieren. Übrigens hier von der Größe 6,5er, ne? Die kleineren. Nicht die ganz großen hier unten. Die können wir später verwenden für die Rotbarsche zum Beispiel und sowas. Das machen wir jetzt hier erstmal mit den kleinen. Und ich teste. Ich könnte auch den einfach mal nehmen. Ne? Das ist jetzt quasi der dunkle. Und dann machen wir hier jetzt die weiße Perle. Einfach im Wechsel. So, einmal rot-rot. Und dann haben wir schwarz-weiß. Und hier quasi schwarz und weiß. Und dann werfen wir das nochmal aus. Und wir schauen, wie es denn jetzt hier läuft. Bin ich denn noch grob in der Richtung? Ja, ich bin immer noch ungefähr an der Stelle. Ich glaube, es geht jetzt langsam wieder nach oben. Das heißt, die Drift wechselt vielleicht gerade. Und schiebt in die andere Richtung. Da kommt aber auch schon direkt der nächste große Brocken rein. Das ist schon mal gut. Und da haben wir schon den Biss. Und jetzt gucken wir gleich einfach, welcher der Shrimps hier am besten funktioniert. Zack, guck mal da, da haben wir auch Prozente. 73, da haben wir es geschafft. 830er Wittling. Und der ist eingestiegen auf dem Einser. Das ist ein anderer. Das war der Vierer. Das ist der Einser. Auf dem Weißen ist er eingestiegen. Guck mal da. Wieder absinken lassen und weitermachen. So macht das halt richtig Bock. Also ich muss wirklich sagen, das ist für mich das Allergeilste. Dieses Rumtesten mit einer Route bis... Nee, schon wieder losgelassen. Kurzer Angriff. Jetzt kam der Biss. Nachgehakt. Cool. Wieder losgelassen. Die Mistfinken. Wieder angefangen. Das ist ja verrückt. Werden richtig attackiert hier. Die werden richtig attackiert. Das war jetzt der Dreier. Der Dreier ist, glaube ich, der Schwarze, ne? Das ist der Vierer. Genau. Verrückt. Ganz verrückt. Aber man sieht, wie bissig das hier ist. Wie wild dieser Spot ist. Einer und wieder Biss. Zack. Einer nach dem anderen hier. Und eine Makrele. Gerne mehr davon. Squids, die Kalmare waren bisher noch nicht hier. Schade, ist aber auch nicht so weiter tragisch, weil jo, Makrelen und so nehmen wir auch mit. Die kleinen Viecher hier, die Sardinen, nehmen wir auch gerne mit. Genau so soll das sein. Perfekt. Jetzt driften wir wieder hier in die Richtung. Ja, wenn hier gleich nochmal eine Trophy reingeht, sage ich auch nicht nein. Nehme ich doch gerne mit.
Man sieht gar nicht so viel hier gerade, aber wenn es läuft, dann läuft's. Ne? Ne, zack, nächster. Nehmen wir doch einfach gerne mit. Ich habe den Clip übrigens drin. Ihr habt es vielleicht auch schon gerade gesehen. Also ich werfe aus. Man sieht natürlich jetzt hier unten das Zeichen vom Schnurclip, also neben der Anzeige, wie tief es absinkt. Und in dem Moment, wo ein Fisch quasi reingeht, wo ein Fisch beißt, zack, jetzt geht das Teil weg, geht das Zeichen weg. Das heißt, man muss hier nicht die ganze Zeit spammen und gucken und testen, ob irgendwo ein Biss kommt oder nicht, sondern man sieht es quasi direkt, wenn man halt die Aufmerksamkeit dafür hat und die ganze Zeit schön darauf achten kann, achtet man eigentlich, zack, jetzt achtet man eigentlich nur darauf, dass das Zeichen vom Schnurclip weggeht. Nächste Makrele, sehr, sehr cool. Schön viele Makrelen. Ich gucke gleich nochmal eben, auf was die Makrelen gehen. Aber ich muss halt direkt rauswerfen, einen nach dem anderen. Das ist halt mega gut. Genauso macht das Bock. Und guck mal, wie wenig das absinkt. Ne? Das waren jetzt die letzten, waren jetzt alle so auf ungefähr 15 Meter. Ich komme nicht mal hier auf die 30 Meter Tiefe. So muss das sein. Hier ist schon der nächste große Spot. Das ist auch wieder direkt unter der Oberfläche. Das könnten dann wieder hier die... ziehe ich gleich nochmal hoch. Ich glaube, ich ziehe gleich nochmal hoch. Oh, da war schon wieder. Ich habe es verpasst. Ich achte die ganze Zeit auf den... Okay, da gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Wir sind ja schon dran vorbei. Komm ran hier. Nächstes Teil 60. Zwei Punkte. Sehr schön. So, weiter runter. Weiter runter. Wir sind dran vorbei schon. Immer dran denken, der Scan vom Echolot ist vorne an der Spitze. Wenn ihr euch da noch unsicher seid mit dem Echolot, ich verlinke es nochmal, das Video zur Erklärung des Echolots. Echolot von A bis Z einmal durcherklärt, damit ihr da auch deutlich besser dann klarkommt. Zack, jawohl, mehr davon. Mit dem Echolot, wie das funktioniert. Und dass man dann das quasi richtig nutzen kann. Ne? Also es sind wirklich diese Spots und man kann damit richtig schön gezielt an die Spots ranfahren und dann die Brocken hier rausziehen. So soll das sein. Zack, Wittling, nochmal Prozente. Also ganz, ganz, ganz abgefahren. Prozente rasseln rein. Viele, also es gehen Trophys rein, es wurden schon einige Trophys hier gefangen. Super Spot, dickeste, fettes Dankeschön nochmal an den Fakesy für das Teilen. Ich glaube, da wurden heute im Wettangeln auch schon einige Trophys gefangen. Ich konnte meinen Wittling, meinen blauen, wie heißt er? Da ist er, doch blauer Wittling, konnte ich abschließen, richtig gut. Ja, und hier ist gleich eben nochmal gucken, auf was ballern hier. Ja, ist es unterschiedlich, auf was greifen die ein, auf dem Vierer? Die Makrelen auch auf dem Vierer. Also für die Makrelen ist es vielleicht doch eher... Hier ist auf dem Lurker sogar reingegangen. Also, es ballert auf verschiedenste Köder hier richtig gut rein. Es ist natürlich leichter, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, es ist natürlich leichter mit der Montage, wenn man schon so weit ist. Allerdings denke ich mal auch mit der anderen, also ich baue einfach nochmal um. Auf, kann ich das hier, nee, muss ich die andere Route nehmen, wenn man dann die Endbleimontage nimmt, da hat man ja auch die Seitenärmchen, dass man dann da auch drauf geht, vielleicht da ein bisschen drauf achten, nicht zu groß reingehen, ich habe jetzt hier nur zwei Nullerhaken, relativ klein, ich will halt hohe Frequenz haben, die kleinsten Haken und dann eben auch hier die kleinen Garnelen, die 6,5er, das war's und hier könnte man jetzt natürlich noch ein bisschen größer reingehen. Hier könnte man ja aber vielleicht auch noch was anderes verwenden. Vielleicht mit dem Jigkopf oder sowas. Also auch das alles möglich. So, jetzt sind wir hier natürlich schon weit ab vom Schuss. Ein, zweimal werfe ich hier noch. Ansonsten fahre ich dann gleich wieder zurück hier an diese Stelle. Ich habe hier diese kleine Ausbeulung hier in diesem Bereich quasi immer als Mittelpunkt. Und je nachdem, wohin ich drifte, mal so ein bisschen hierhin, mal so ein bisschen hierhin. Ich würde sagen, man zieht hier einmal so einen schönen Kreis drumherum. Das heißt, wenn man hier in diesem Kreis immer hin und her driftet, ist alles tutti und dann lüppt das hier auch ganz gut. Ja, und was haben jetzt die 160 Fische gebracht nach 2 Stunden an diesem Spot? Da gucken wir natürlich auch nochmal eben rein nach Preisen sortieren. Ja, es waren natürlich auch ein paar große Köhler dabei, es waren auch ein paar schöne Wittlinge dabei, aber eben auch große Sardinen. Guckt ihr das an, auch die schmecken ganz gut, sogar ein kleiner Kalmar war dabei. Also in den 2 Stunden jetzt, ja, gut 900 Silber mit Kleinkram und was eben noch wichtiger war,
die ganzen Prozente im Meeresangeln. So, so viel dazu, so viel zu dem Spot. Ich werde jetzt hier noch durchballern. Ich glaube, ich habe ein 2-Stunden-Ticket gerade gelöst. Das ziehe ich jetzt hier durch und werde noch weiter Prozente machen. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, du ziehst deine Trophies hier raus. Petri Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.